Weiter geht es jetzt mit einem weiteren wichtigen Thema. Und zwar steckt Deutschland ja, wie Sie alle wissen, inmitten der Digitalisierung. In der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Wissenschaft, überall wird digitalisiert. Kein Bereich ist davon ausgenommen. Dafür brauchen wir aber nicht nur gute Glasfaseranschlüsse, sondern wir brauchen auch zufriedene, gut ausgebildete IT-Fachkräfte. Leitfragen unserer jetzt folgenden Panel-Diskussion werden sein: Wie wichtig sind gute IT-Fachkräfte für unsere Digitalisierung in Deutschland? Was ist IT-Fachkräften eigentlich wichtig? Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen wir im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht eigentlich? Und wie denkt die Politik eigentlich über dieses Problem? Dazu begrüßen wir jetzt ganz herzlich Wilfried Oellers. Er ist Mitglied des Bundestages für die Fraktion CDU-CSU. Er ist im Ausschuss Arbeit und Soziales, kommt aus dem Wahlkreis Heinsberg und ist selber Anwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Hallo, Herr Oellers. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke. Sehr schön. Weiter geht es. Ein weiterer Gast auf unserer Bühne ist Marc Clemens. Marc Clemens ist Geschäftsführer und Gründer von Code Control. Code Control ist eine Art Entwicklermarktplatz, aber Marc wird uns sicher gleich noch genauer verraten, was Code Control eigentlich macht und was Code Control eigentlich auch so besonders macht. Auf der Bühne begrüßen wir außerdem Lisa Bösch. Sie ist IT-Freelancerin und Produktmanagerin und teilweise im Auftrag von Code Control tätig. Sie ist mit Leidenschaft IT-Freelancerin und wieso das so ist, das wird sie uns gleich verraten. Hallo Lisa, herzlich willkommen. Weiter geht es. Wir haben noch einen weiteren Gast, last but not least, Dr. Anne Förster. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und zugleich Partnerin in der Kanzlei Tyler Wessing. Ich würde Anne als Anwältin mit Leidenschaft bezeichnen und sie hat ein ganz besonderes Faible für das Arbeitsrecht 4.0. Ich freue mich, dass Sie und ihr dabei seid. Hallo. Lassen Sie uns doch gleich einsteigen. Marc, du kennst dich im Markt gut aus. Wie wichtig sind gute IT-Fachkräfte für die Digitalisierung Deutschlands? Und wie ist es heute? Wie wird es in Zukunft sein? Und ist es eigentlich nur eine Frage des Sektors sozusagen? Haben wir nur in dem IT-Sektor diese besondere Nachfrage und diese besonderen IT-Fachkräfte, also dass die besondere Bedürfnisse haben? Oder wie ist die Lage eigentlich insgesamt? Ja, ich glaube, also grundsätzlich natürlich sind Freelancer Kern von der Digitalisierung. Und zwar kommt es aus einem Hintergrund. Das ist, dass bei den Freelancern im IT-Bereich sich die Machtverschiebung bereits vonstatten gegangen ist. Das heißt, plötzlich ist der Arbeitnehmer oder die Arbeitskraft auf der Machtposition, weil es eben zu wenig ITler gibt und können sich selbst aussuchen, wo und wann sie arbeiten, wie sie arbeiten, an welchen Projekten sie arbeiten. Und es hat natürlich dazu geführt, dass die Leute ins Freelancing gehen und dadurch eben die Macht zu sich holen. Jetzt ist es mit Sicherheit nicht nur ein Thema der IT, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Großer Teil für uns, den wir sehen, wo ein starker Wachstum ist, sind alle Wissensarbeiter. Das geht ins Marketing, das geht viel um generell Digitalthemen, also digitales Marketing, kann aber auch ein Produktmanagement sein, kann ein E-Commerce-Management sein, kann alles sein, was eben mit den neuen Technologien, aber auch Industrie 4.0 zu tun hat. Mhm. Herr Oellers, ähnlich wie Herr Clemens. Ja, ich sag mal, zur Digitalisierung ist es unumgänglich, dass wir genügend und fachlich qualifizierte IT-Fachleute haben, eben nicht nur die in größeren IT-Unternehmen arbeiten, sondern auch als Freelancer. Die Digitalisierung ist ja auch so individualisiert, dass jeder, der digital gehen möchte, immer schauen muss, dass er sein Format eben passgenau darauf ansetzt und deswegen ist das unumgänglich. Also ohne IT-Freelancer können wir die Digitalisierung einpacken. Mhm. Lisa, wir wollen ja nicht nur über IT-Fachkräfte hier sprechen, sondern auch mit IT-Fachkräften. Du bist ja eben als IT-Freelancerin tätig. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was ist dir daran wichtig? Wie bist du dazu gekommen? Ja, also um einmal dazu zu sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mich für die Selbstständigkeit entschieden an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich schon 5 Jahre als festangestellte Produktmanagerin gearbeitet hatte. Das heißt, ich habe natürlich an dem Punkt eine gewisse Expertise mir erarbeitet, wonach es eine riesige Nachfrage gibt, die aktuell einfach nicht gedeckt wird. Und gleichzeitig gibt mir das natürlich die Möglichkeit, verschiedenen Unternehmen helfen zu können, wirklich deren innovativen Softwareprodukte mit einer klaren Vision zu entwickeln oder die vielleicht auch weniger erfahrene Produktmanager haben.
die man an die Hand nehmen kann und coachen kann. Und für mich geht es dabei eigentlich auch um diese Freiheit, also dass ich mich ständig neu und bewusst wirklich für eine Herausforderung entscheiden kann und auch für ein gewisses Team und mir anschauen kann, wo kann ich eigentlich mit meiner Erfahrung jetzt den meisten Mehrwert schaffen für ein Unternehmen. Und für mich persönlich ist damit ganz klar die Lernkurve, die ich habe, nochmal deutlich steiler, als sie davor in der Anstellung war, weil ich einfach ständig dabei bin, Neues zu lernen, mit neuen Situationen konfrontiert bin, mich weiterentwickeln kann, Dinge lerne wie Kundenakquise, Verhandlungen führen und so weiter. Und damit ist es eigentlich für mich ganz klar, dass ich damit mit dieser Selbstständigkeit ein bewusstes Risiko eingegangen bin und gleichzeitig auch ein essentielles Investment eigentlich in meine Fähigkeiten. Mhm. Und ist das so, dass andere das auch so sehen? Also du kennst ja sicherlich auch andere IT-Freelancer. Bist du mit deiner Meinung da sozusagen alleine? Teilen auch andere diese Meinung im Freundes- und Bekanntenkreis? Nee, auf jeden Fall. Also teilen einige diese Meinung. Und ich spreche auch viel mit Leuten, die dabei sind, also die noch in der Festanstellung sind, aber die eigentlich jetzt ihren Mut zusammennehmen wollen und auch die Verantwortung für sich selber und für ihre eigene Karriere noch stärker übernehmen wollen, indem sie in diese Selbstständigkeit reingehen. Mhm. Marc, vielleicht kannst du jetzt auch noch mal darauf eingehen, was sind denn die genauen Vorteile von eben solchen Dienstleistern wie zum Beispiel Code Control? Also das sind ja Vorteile, die sich IT-Fachkräfte ganz gezielt nutzen, auf euch zukommen und dann bei euch tätig werden. Vielleicht kannst du mal da auf die Vorteile eingehen und vielleicht auch erklären, wieso ihr euer Modell so geschaffen habt, wie es jetzt ist, mit welchen Bedürfnissen ihr da sozusagen rechnet oder auf welche ihr da eingegangen seid. Ja. Also vielleicht grundsätzlich, so schön das Freelancer-Dasein ist, kommt es natürlich auch mit ein paar Elementen, die ein bisschen schwierig sind. Und zwar erstmal Einzelunternehmer. Und als Einzelunternehmer muss man sich um all das kümmern, wie ein Unternehmer eben auch. Das heißt, man muss seine Sales-Pipeline füllen, Vertrieb machen, verkaufen. Man muss Rechnungen schreiben, Rechnungen hinterherrennen, was ganz besonders leidig ist, wenn man Freelancer ist und davon leben muss. Und die meisten Kunden zahlen nun mal leider spät. Man muss sich um Versicherungen kümmern. Man muss einen Coworking-Platz finden oder einen Arbeitsplatz. Ganz viel Learning and Development, was vielleicht auch dazu die Freelancer deutlich mehr machen als Festangestellte, also viel mehr Continuous Learning, diese Weiterbildung. Aber es muss sich der Freelancer selbst drum kümmern. Genauso natürlich alle rechtlichen Thematiken und auch natürlich eine Community finden, weil ein Freelancer, so sehr ein Freelancer alleine arbeitet, will er natürlich trotzdem ein Umfeld haben, mit dem er zusammenarbeitet. Und für uns bei Code Control ist es genau das Ziel. Wir sind da wie so eine Art Agent oder Supporter für die Freelancer, um diesen Teil, was knapp 30% der Arbeitszeit eines Freelancers ausmacht, diesen Teil, der eigentlich nicht im Kern der Tätigkeit liegt oder der Tätigkeit, die der Freelancer machen will, den übernehmen wir und probieren eben dadurch den Freelancern bessere, mehr Projekte, mehr Fortbildungsmöglichkeiten zu geben, ein Zuhause zu geben, wo sie sich wohlfühlen können. Dann kommen mit Sicherheit noch ein paar Soft-Elemente dazu, dass manche größere Unternehmen Schwierigkeiten haben, mit Einzelfreelancern zusammenzuarbeiten, die richtigen zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Und wir können natürlich über die Größe des Marktplatzes können wir hingehen und sagen, für dieses Problem braucht es genau dieses Profil. Und dann können wir die zwei passenden Leute zusammenbringen. Das heißt, wir schaffen einfach eine viel bessere Auswahl an Projekten, die wir dann genau den richtigen zur Verfügung stellen können. Mhm. Vielleicht an dieser da auch die Frage, also empfindest du das auch so als Vorteil eben, was Marc da beschrieben hat, dass eben auch Dienstleister super wichtig für euch als IT-Freelancer sind? Ja, definitiv. Also das ist natürlich eine große Hilfe, gerade wenn man dabei ist, sich neu überhaupt selbstständig zu machen, dass man jemanden an der Seite hat und genauso war es bei mir auch. Ne? Also dass man damit dann einen Partner hat, der einem da ein bisschen hilft, weil eben diese ganze Unsicherheit besteht, was brauche ich jetzt eigentlich, um was muss ich mich jetzt eigentlich alles kümmern, nur weil ich jetzt beschlossen habe, mich selbstständig zu machen. Okay. Also insofern klingt das nach einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Lassen Sie uns gleich zum Rechtlichen kommen. Dazu habe ich an dich, Anna, eine Frage. Vielleicht kannst du uns da mal einführen in die Thematik, was ist die Problematik bei der Beschäftigung von IT-Freelancern? Es geistern da ja immer wieder so Begriffe herum und so weiter und im Sozialversicherungsrecht scheint das ja nicht ganz so einfach zu sein, aber vielleicht kannst du uns alle, insbesondere auch unsere Gäste, da mal abholen, wenn man noch nicht so ganz genau weiß, um was es da eigentlich geht. Sehr gerne. Jetzt finde ich wieder etwas die Spielverderberin, so eine bekannte Rolle für den Arbeitsrechtler in diesen Situationen. Meistens kommt man ja dazu, wenn die Verträge schon ausgehandelt sind und sagt dann erstmal Stopp. Wo ist das sozusagen aus rechtlicher Sicht das Problem? Das ist natürlich
also als bekanntes Schlagwort der Scheinselbstständigkeit. Ich muss eben sicherstellen, wenn ich als IT-Freelancer eingesetzt werde, dass der oder diejenige tatsächlich selbstständig tätig wird und es eben nicht scheinselbstständig ist. Und da ist das ganz, ganz große Problem. Da bin ich ja auch gespannt, was Herr Oellers noch sagt, was vielleicht zukünftig noch passieren wird. Nämlich, wie kann ich das wirklich rechtssicher gestalten? Weil auch als Anwalt ist man ja sozusagen gebunden an das, was der Gesetzgeber da vorgibt und in der Folge dann die Rechtsprechung. Und da muss man natürlich gerade in dem Bereich feststellen, ist das ein bisschen dürftig. Wir haben... Also als Kölnerin sage ich das sehr ungern, aber es gibt ein sehr schönes Urteil des Sozialgerichts Düsseldorf, das schon 2009 festgestellt hat, dass seit nunmehr 40 Jahren der Gesetzgeber es nicht geschafft hat, eine Abgrenzung ordentlich hinzubekommen und auch das Bundessozialgericht nicht über, jetzt muss ich selber nachgucken, floskelhafte Begriffshülsen verfügt, die je nachdem das gewollte Ergebnis dann vorgeben. Und das stimmt. Wir gucken eben immer, oder damit ein Freelancer selbstständig ist, brauche ich eine Leistungsbeschreibung, die vorab fertiggestellt ist. Der Freelancer muss weisungsfrei tätig werden und muss eben gewisses unternehmerisches Risiko tragen. Aber das ist natürlich in der tatsächlichen Ausgestaltung wahnsinnig wachsweich und da muss ich eben gucken, wie ich das schaffe. Warum ist das überhaupt ein Problem? Ich meine, man könnte ja auch sagen, na gut, dann ist er eben Schein oder sie scheinselbstständig. Und das ist natürlich die Sozialversicherungsbeiträge, die für Freelancer nicht gezahlt werden und das Damoklesschwert der Strafbarkeit, weil das eben vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen ist. Und deswegen ist das eben so ein scharfes Schwert und deswegen ist das auch ja doch in aller Munde im Moment. Also das ist so ganz grob gesagt die Krux beim Einsatz von Freelancern aus rechtlicher Sicht einfach. Ne? Mhm. Und da vielleicht die Rückfrage, Anne, vielleicht kannst du nochmal auf die Kriterien eingehen, die für diese Abgrenzung da genutzt werden. Und vielleicht kannst du da auch mal an den Kriterien erklären, wo es sozusagen eben schwierig ist, diese Abgrenzung sauber zu machen, um da vielleicht nochmal uns alle noch ein bisschen genauer sozusagen da einzuführen. Ich brauche, genau. Es gibt eine ganz Vielzahl von Kriterien. Man kann das so runterbrechen sozusagen auf diese drei Hauptkriterien. Ich hatte es vorab schon gesagt, ich brauche erstmal eine Leistungsbeschreibung. Das heißt, bevor ich einen Freelancer einsetze, muss ich wissen, wofür. Viele Unternehmen sichern sich ja erstmal die Ressource Freelancer und gucken dann, wo brauche ich den. Und das geht eben nicht. Und das ist aber auch das Problem, so in den früheren Wasserfallmodellen hatte ich ja so ein Pflichtenlastenheft. Da habe ich schön beschrieben, was soll gemacht werden. Und dann hat der Freelancer meinetwegen das geleistet und dann kommt man hinter das Sehen. Das habe ich ja heute in diesem ganzen agilen Umfeld gerade nicht mehr. Ne? Wenn ich eben agil programmiere, das ist iterativ Schritt für Schritt, da habe ich also schon das erste Problem. Wie stelle ich sicher, dass ich für die Prüfer, für die Sozialversicherungsträger sagen kann, vorab steht die Leistung fest, aber in Wahrheit es ja Schritt für Schritt geht. Und dann ist immer die Frage der Weisungsfreiheit bezüglich Arbeitsort, Arbeitszeit, Art und Weise der Tätigkeit. Wobei man dann sagen muss, hat das Bundessozialgericht dieses Kriterium der Weisungsfreiheit, was ja noch recht scharf ist, ne? Also was man auch, finde ich, ganz gut definieren kann, für Dienste höherer Art, worunter dann natürlich auch die IT-Freelancer fallen, verwässert und sagt, das ist eine dienende, funktionsgerechte, dienende Teilhabe am Arbeitsprozess. So, und damit soll dann der IT-Freelancer was anfangen und sagen, naja, ist das bei mir der Fall oder nicht? Und das ist aus meiner Sicht die Krux, weil was ist denn diese funktionsgerecht dienende Teilhabe am Arbeitsprozess? Das ist dieses Hand-in-Hand-Arbeiten, diese Eingliederung in den Betrieb. Und da wird es gerade beim agilen Arbeiten wahnsinnig schwierig, da die Trennlinie zu ziehen. Und das ist wirklich die Krux dabei. Das sind aus meiner Sicht so die Hauptkriterien, wo es beim IT-Freelancer oft knirscht. Ich verstehe. Und da vielleicht die Rückfrage sowohl an Lisa als auch an Anne, wie behilft sich die Praxis da? Also man hört da ja, weiß ich, von Brückenkopfmodellen, gerade im Kontext von agilem Arbeiten. Vielleicht kann Anne noch mal kurz das Modell beschreiben und Lisa schließt dann an und vielleicht kannst du darauf eingehen, wie du das eigentlich findest oder wo die Herausforderungen jetzt auch gerade für dich als IT-Freelancerin selber gerade sind mit dieser ganzen rechtlichen Problematik. Das ist in der Tat, das ist, wenn Juristen sich ausdenken, wie dann andere arbeiten sollen, ohne Ahnung zu haben. Nein, der Hintergrund ist, was ich eben gesagt habe, die Weisungsfreiheit. Ne? Und dass man eben nicht, dass der Auftraggeber nicht unmittelbar dem Freelancer anweisen darf, was soll er genau machen, Art und Weise der Tätigkeit. Und dann ist man eben auf diese Idee verfallen, dass man Brückenköpfe auf Auftragnehmer-Auftraggeber-Seite einsetzt
und nur über die kommunizieren. Und die Idee ist, dass sich der Brückenkopf jeweils dann wieder umdreht und seinem Team kommuniziert. Das heißt, wenn sein Team eine Frage hat, dann muss der zu seinem Brückenkopf gehen und sagen, ich habe folgende Frage, der geht zu Brückenkopf, der dreht sich wieder um, fragt. Also es ist dieses stille Postmodell. Aber damit hatte man eben versucht, das zu entzerren. Also auf vertraglicher Ebene, das kann man alles schön hinschreiben im Vertrag, klingt das erstmal jedenfalls bei größeren Teams gut. Ich glaube, Lisa kann jetzt berichten, was das tatsächlich in der Praxis heißt. Genau, an Lisa die Frage. Wie sieht es in der Praxis für dich selber aus? Oder was sind Erfahrungen, die andere vielleicht auch gemacht haben, von denen du weißt? Ja, also die Erfahrung konkret, die ich damit gemacht habe, ist, dass es natürlich ein Konstrukt ist, wie wir schon gesagt haben, und ein definitiv hinderliches Konstrukt, weil es einfach der agilen Arbeitsweise fast schon diametral entgegengesetzt ist. Also eine agile Entwicklungsmethode profitiert davon, dass ich als Produktmanager in dieses Unternehmen komme und mich in kürzester Zeit vernetzen kann und gerade am Anfang von verschiedensten Abteilungen mir die Anforderungen abholen kann und dass ich mit jedem maximal offen kommunizieren kann. Und das erwartet auch das Unternehmen von mir und das brauchen wir, um diese Geschwindigkeit in der Entwicklung überhaupt hinzubekommen. Das heißt, wenn sich crossfunktionale Teams da überlegen müssen, wer überhaupt von wem eingeladen darf zum Meeting oder wer wem legal eine Frage im Meeting stellen darf, dann ist das natürlich eine Riesenhürde und es führt zu sehr absurden Situationen. Also ich habe es erlebt, dass Brückenköpfe teilweise bis zu 20% mehr Aufwand hatten, einfach nur damit die Infos weiterzuleiten. Und ich kenne Unternehmen, die sich überlegt haben, auch dafür eine technische Lösung zu bauen und ein Skript laufen zu lassen, was praktisch alle Informationen, die von Brückenkopf A zu B kommen, dann direkt automatisch ans Team im Namen des Brückenkopfes weiterleiten zu lassen. Weil es ganz offensichtlich einen riesigen Overhead einfach kreiert. Ja. Also klingt etwas kompliziert und wie du sagst, klingt jetzt nicht wirklich nach effizientem Arbeiten und das ist ja eigentlich genau gewollt. Da vielleicht Herr Oellers an Sie die Frage. Anne Förster hat es ja schon relativ ausführlich beschrieben, was die Problematik ist. Sie sind ja selber Anwalt. Teilen Sie diese Einschätzung? Kennen Sie diese Problematik aus der Praxis? Ja, ich kenne sie. Also von daher kann ich das nur eins zu eins unterstützen, was gerade Anne Förster gesagt hat. Es ist natürlich auch schwierig, muss man sagen, da gesetzgeberisch ranzugehen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode den Versuch gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen gesetzgeberisch den Arbeitsvertrag regeln. Was wollte man damit machen? Eigentlich so diese Thematik der Werkverträge etwas einschränken. Und man hat damals das Instrument gewählt, ja, wir regeln mal gesetzgeberisch den Arbeitsvertrag. Dabei ist im Ergebnis rausgekommen, dass man natürlich die Rechtsprechung, die es gab, eigentlich im Gesetzestext verschriftlicht hat. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, da sind wir auch nicht wirklich mit weitergekommen. Ich will aber gerade mal für die ITler, weil genau diese Problematik haben wir damals auch im Gesetzgebungsverfahren gesehen und gehabt. Und ich sage auch ganz ehrlich, die Beschreibungen gerade von den IT-Leuten, klar, man muss natürlich als externer IT-Ler in einem Unternehmen, wenn man Produktentwicklung oder Digitalisierungsprojekte mitverfolgt, da muss man natürlich zusammenarbeiten. Eigentlich an einem Raum, an einem Tisch, jeder an seinem Laptop und man muss sich schnell austauschen und kommunizieren können. Und die ganze Gesetzgebungsthematik, die wir damals hatten, hat gerade im IT-Bereich natürlich für sehr viel Unruhe gesorgt. Vor allen Dingen auch deswegen, weil natürlich auf der einen Seite natürlich die ITler sich gefragt haben, was dürfen wir denn noch, aber auch die Auftraggeber sich natürlich die Frage gestellt haben, wir wollen rechtskonform unterwegs sein, deswegen sind wir da mal vorsichtig und werden vielleicht erstmal keinen Freelancer mehr von extern beschäftigen, sondern versuchen selber zu beschäftigen. Und das wollen die Freelancer ja wiederum nicht, weil sie wollen ja auch nicht in einem Unternehmen beschäftigt sein, sondern wollen ja auch immer neue Dinge entwickeln. Deswegen empfehle ich an der Stelle auch mal vielleicht einen Blick, und das ist damit klar ist, dass der Gesetzgeber das damals auch gesehen hat, das Problem, in die Ausschusserklärungen, die wir damals zu dem Gesetz verabschiedet haben. Da ist zumindest, sind die ITler berücksichtigt, ausdrücklich. Und es ist da natürlich auch reingeschrieben, dass man auch gerade
im Rahmen der Digitalisierung auch die besondere Situation, Zusammenarbeit der ITler berücksichtigen muss und dass diese Situation dem nicht entgegensteht, dass sie eben nicht als Freelance arbeiten dürfen. Jetzt mag man sagen, naja, hilft uns auch nicht so viel weiter. Das Problem ist natürlich, entscheiden muss natürlich immer letztlich die deutsche Rentenversicherung, wie die mit so einem Fall umgeht. An der Stelle würde ich mir sehr wünschen, dass da eine sehr praxisnahe Handhabung eigentlich auch des Rechts erfolgt, weil es sind ja nicht nur die ITler, die mit der deutschen Rentenversicherung an der Stelle Probleme hatten. Ich könnte jetzt noch einige andere Branchen aufzählen, die regelmäßig, mit denen ich regelmäßig Gespräche führe, die mir ihr Leid klagen und sagen, wir kommen da nicht weiter, bis hin zum freiwilligen Feuerwehrmann, der eine Aufwandspauschale bekommt, wo ich mir dann die Frage stelle, warum er als Ehrenamtler keine Ehrenamtspauschale bekommen kann und die dann auf einmal bei der deutschen Rentenversicherung geltend machen muss oder die dann sozialversicherungspflichtig wird, obwohl es da eine entsprechende Rechtsprechung des Bundessozialgerichts mittlerweile gibt. Ich will damit sagen, die deutsche Rentenversicherung hat natürlich da mit ihrem Statusfeststellungsverfahren eine besondere Situation. Das Problem, was da eigentlich drin liegt, finde ich, die Beurteilung, ob ein Sachverhalt nachher sozialversicherungspflichtig ist oder nicht, können wir im Ergebnis eigentlich nur nach Beendigung der Tätigkeit feststellen. Weil es bringt ja... Natürlich brauchen wir eine Leistungsbeschreibung, wie eben schon gesagt worden ist, aber diese Leistungsbeschreibung muss auch entsprechend gelebt werden. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann kommt die deutsche Rentenversicherung und sagt, ja Moment mal, also ihr habt ja gesagt, das soll eigentlich Selbstständigkeit sein, war ja aber eigentlich gar keine Selbstständigkeit. Das ist so das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben und da ist es, also bin ich dankbar für jeden Ratschlag, den wir da bekommen, aber das ist echt eine schwierige Thematik, das rechtssicher hinzubekommen, weil letztlich entscheidend ist, wie wird das Vertragsverhältnis gelebt und weniger das, was dann auch vereinbart worden ist. Und also beides muss natürlich zueinander passen. Ich will damit sagen, man kann eben nicht den Automatismus nehmen, ich habe eine konkrete Leistungsbeschreibung und dann bin ich safe, weil es geht dann auch in die Umsetzung ein. Das ist natürlich auch wichtig. Und das ist nicht ganz so einfach in der Praxis. Mhm. Anne, jetzt hatte Herr Oellers ja schon angedeutet, dass er vielleicht da offen für Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem ist. Kannst du vielleicht dazu sagen, wie sich dieses Problem lösen lassen würde? Was ist vielleicht dein Wunsch an den Gesetzgeber an der Stelle? Ja, sehr gerne. Also gut, ich bin jetzt nicht im Bundestag, aber vielleicht ganz kurz zu diesem 2017er Gesetzgebungsverfahren zurück. Da, Sie hatten das gerade angesprochen, in der Tat war da ja schon der Ansatz zu sagen, wir wollen gerade digitales Arbeiten auch im agilen Umfeld möglich machen. Ich glaube, die Krux war da nur, dass da in den Textpassage, die Sie angesprochen haben, im nächsten Satz dann stand, die anerkannten Kriterien der Rechtsprechung gelten weiterhin. Und das sind ja die Kriterien, die ich gerade genannt habe. Deswegen hat sich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz gebissen, dass da sozusagen, dass wir daraus nichts ziehen können. Aber was natürlich aus meiner Sicht die Lösung oder wo angesetzt werden müssen, ist an der Sozialversicherungspflicht. Also weil das ist ja das, weswegen auch die Auftraggeber zurückschrecken, wo alles dranhängt, die Strafbarkeit, die dahinter hängt, immer diese wahnsinnige Angst vor hohen Nachzahlungen. Und ob das jetzt darüber gelöst wird, dass dann meinetwegen Freelancer in die Sozialversicherung reinkommen oder dass man sagt, andere angemessene Altersversorgung, die müssen dafür sorgen. Irgendeine Sache davon. Aber ich glaube, wenn wir den Punkt geregelt haben, das ist sehr geschäftsschädigend für mich, weil ich dann mein Beratungsprodukt wegfallen würde. Aber in der Tat, ich glaube, dann würde alles andere würde dann folgen. Und da ist aber, glaube ich, im Moment, das ist so eine heilige Kuh, da traut sich keiner ran. Das würde ich mir in der Tat für die nächste Legislaturperiode wünschen, dass da vielleicht jemand mutiger wäre. Danke, Anna. Bevor ich gleich nochmal Herrn Oellers rannehme, ich glaube, Sie wollen gleich was sagen, vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, weil wir jetzt auch schon uns leider dem Ende nähern, vielleicht an Marc und auch an Lisa, an euch beide die Frage,
Was ist euer Wunsch an die Politik? Was wünscht ihr euch für die nächste Legislaturperiode? Und dann würde ich noch mal Herrn Oellers rannehmen, dass er an Annes Redebeitrag anschließt und vielleicht uns ja auch schon ein bisschen Hoffnung für die Zukunft machen kann. Aber jetzt erstmal an Lisa zuerst und dann an Marc dich die Frage, was wünscht ihr euch von der Politik? Ja, also wenn es darum geht, muss ich sagen, ich denke einfach, es gibt viele junge und gut ausgebildete Menschen und die sind großartig in dem, was sie tun und von deren Selbstständigkeit würde die Wirtschaft ja sehr profitieren. Und deshalb denke ich, wenn ich mir solche Leute anschaue und mit denen spreche, dann denke ich mir, ja super, mach das. Das ist doch eine super Nachricht, dass die ihren Dienst praktisch für mehrere Unternehmen anbieten wollen. Und wo, wenn nicht von denen, kommt denn die ganze Innovationskraft, die wir so dringend brauchen? Und wenn ich ehrlich bin, dann träume ich eigentlich von der Politik, die diese Menschen mit allen Mitteln unterstützt. Und jetzt haben wir ja hier schon eine schöne Retrospektive gemacht, ja, und es gab auch schon einen ersten Release, der jetzt nicht so super gelaufen ist. Vielleicht können wir ja dann nochmal die Köpfe zusammenstecken, auch in einem crossfunktionalen Team oder was auch immer uns vorschwebt und dann eine Möglichkeit finden und eine Lösung finden. Und ich glaube, diese Lösungswege, die es gibt schon Ansätze dafür. Insofern wäre das nur eine Frage, dass wir ja, jetzt mal wirklich Entscheidungen fällen. Und insofern finde ich einfach, dass das Mindeste, was man tun kann, ist, diese Rechtsunsicherheit einfach zu beseitigen. Und davon würden sowohl die Selbstständigen als auch die Unternehmen sehr profitieren. Marc, möchtest du daran anschließen? Ja, ich kann nur zustimmen. Und am Ende dürfen wir nie vergessen, es geht um die soziale Absicherung. Und es geht darum, dass wir sicherstellen, dass ein Freelancer nicht alleine gelassen wird. Wenn wir uns anschauen, dass Wissensarbeiter, Wissensfreelancer über 4.400 netto pro Monat verdienen, die Freelancer-IT-Freelancer 75 Euro pro Stunde. Und wir dann noch Studien anschauen, wir haben selbst eine gemacht mit über 500 Freelancer-Teilnehmer, wo 73% sagen, sie sind bereit, eigene Vorsorgeaufwendungen zu machen, die entsprechend sind wie in der gesetzlichen, wo 74% sagen, sie sind bereit, in die Sozialkassen einzuzahlen. Es liegt nicht daran, dass die Selbstständigen und die Freelancer nicht beitragen wollen. Die sind sogar bereit, beizutragen, ohne zu partizipieren im Extremstfall. Jetzt geht es darum, dass sie schlichtweg selbst entscheiden können. Und da muss einfach der Schritt gemacht werden, zu sagen, okay, es gibt einen Weg raus und der Weg raus ist soziale Absicherung. Und wenn du die soziale Absicherung machst und die Beitragszahlung zu Sozialkassen, dann bist du erstmal safe. Und ich glaube nicht, dass ein Freelancer, wenn er jetzt dafür 2-3 Prozentpunkte abgeben muss, und ich weiß von allen unseren Studien, dass es ihn nicht stört oder sie nicht stört. Und das muss einfach das Ziel sein. Schnell in eine Lösung kommen, die wirklich allen hilft und womit auch dem ursprünglichen Grund gedient ist. Herr Oellers, Sie haben jetzt das Schlusswort. Was können Sie uns von der Politik mitgeben? Können Sie uns Hoffnung machen? Wobei ja, das Schlusswort ist immer eine große Herausforderung. Ich möchte noch einen kurzen Punkt sagen zum damaligen Gesetzgebungsverfahren. Es ist natürlich richtig, dass man die Definition des Bundesarbeitsgerichts übernommen hat und man hat bewusst in die Gesetzesbegründung reingeschrieben, dass die Rechtsprechung beibehalten bleiben soll oder nicht angetastet werden soll. Das war auch ganz bewusst so gemacht, um einfach da keine Unsicherheit reinzubekommen, dass man meint, man müsste jetzt andere die Sachverhalte anders auslegen. Und davon, wo ich habe eben aber nicht von der Gesetzesbegründung gesprochen, sondern von der Ausschusserklärung. Das ist immer ist noch ein separates Papier, was quasi hinter der Begründung kommt. Und da sind ist die IT-Branche explizit erwähnt als eine solche, die natürlich in ihrer besonderen Funktion, gerade der Projektarbeit, im Kontext eben der Frage Selbstständigkeit oder Nicht-Selbstständigkeit berücksichtigt werden muss. Wir haben damals auch überlegt, und das war die Forderung, die immer, sage ich mal, von den Selbstständigen uns herangetragen worden ist, macht doch bitte einen Positivkatalog. Wer ist selbstständig? Die anderen, die sagten zu uns, die das kritisch sagen, macht einen Negativkatalog. Ich glaube, dass wir mit den Katalogen im Ergebnis sehr schwer weiterkommen, weil das hat bei mir immer so ein bisschen die Sorge, dass das eine Sicherheit versucht zu geben, die im Ergebnis nicht besteht, wenn dann nachher das Verhältnis nicht richtig gelebt wird und praktiziert wird. Deswegen müsste man eigentlich, und es klang ja gerade von Herrn Clement schon mal an, wenn eine soziale Absicherung für Selbstständige da ist, die sie einpreisen können in der Rechnung,
und nicht wie die deutsche Rentenversicherung Nachrechnungsstellung erst das Problem aufmacht, glaube ich, dann ist das eine Sache, die man einpreisen kann im Ergebnis. Aber so von der rechtlichen Stellung her wird natürlich da mit dem Statusfeststellungsverfahren der deutschen Rentenversicherung immer ein wesentlicher Punkt sein, dass man da einfach sachorientiert drauf schaut. Und da hilft es immer, wenn die entscheidenden Personen vielleicht auch mal sich in der Praxis umschauen. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr, ich hatte es eben schon gesagt, müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Ich danke Ihnen und euch für eure Redebeiträge und eure Gedanken zu diesem Thema. Und ja, es ist zu hoffen, dass die nächste Legislaturperiode hier ein bisschen mehr Rechtssicherheit, ein bisschen mehr Klarheit bringen wird. Wer sich da mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen möchte, kann auch unser Bitkom-Positionspapier dazu lesen.